Salut et fraternité citoyens les spectateurs und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War, die Ägypten-Kampagne. Wir belagern gerade die Stadt Damaskus und werden sie jetzt angreifen, bevor das Osmanische Reich hier noch eine Verstärkungstruppe bekommen kann, die dann im schlimmsten Fall nur in die Schlacht eingreift. Das wollen wir nicht und ich möchte gerne jetzt schon Damaskus klar machen. Das ist unsere vorletzte Siegprovinz, die wir noch brauchen. Danach brauchen wir nur noch die Festungsstadt Akkon. Die werden wir auch noch bekommen, hoffe ich. Wir werden aber erstmal noch ein kleines bisschen warten. Gut. Schauen wir es uns mal ganz kurz an. Wie sieht es hier aus? Höher zoomen geht nicht. Ah ja, doch, stimmt. Das geht hier mit diesem einen komischen Trick da, das, was man da in dieser Config-Datei verändern muss. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Würde ich vielleicht für die Europa-Kampagne machen. Oh, vom Wetter her eigentlich ganz gut für uns, glaube ich. Okay, also dann machen wir Folgendes. Ich schlage vor, wir nehmen hier diesen Hügel. Der ist von daher besser, weil wir dann hier die Armee umgehen können. Das ist auf der Seite schwieriger, meine ich. Weil wir dann zumindest an der Stelle bergauf kämpfen müssen und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Wir nehmen mal. Ja, nimm doch mal gerade die komplette Infanterie hier rüber. So, und jetzt zeigst du mir gerade. Protzt ihr mal ab. Ich will gerne. Ich will gerne seine 18 Pfünder direkt unter Beschuss nehmen können. Geht das? Ah ja, gut, mit allen bis auf einer. Okay. Gut, das können wir machen. Das können wir machen. Dann lassen wir zur Sicherung der Artillerie auf jeden Fall mal zwei Einheiten Infanterie dort. Ne, weißt du was? Wir nehmen die drei Infanterieeinheiten. So, die erste Einheit stellen wir gerade hier drüben auf. Zweite Einheit stellen wir hier drüben auf. Und die dritte Einheit stellen wir auch hier drüben auf. Also er wird auf jeden Fall versuchen, unsere Artillerie anzugreifen. Achso, wie viele Kavallerieeinheiten hat er denn? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Kavallerieeinheiten. Also, der General ist halt auch eine Kavallerieeinheit, verständlicherweise. Okay. Dann nehmen wir noch eine vierte Infanterieeinheit mit dazu. Aber ich glaube, wir stellen mal zwei Stück hier unten auf. Ja, keine Ahnung. Stellt euch mal hier hin. So. Die erste Einheit stellen wir hier hin. Die zweite Einheit hier unten an den Fuß. Die dritte Einheit stellen wir nicht dahin. Okay, stellen wir sie hier hin. Also wenn wir da jetzt ein paar Kollateralschäden dabei haben, dann pfeife ich da drauf. Ich will auf jeden Fall nur seine Artillerie ausschalten. Rennen die? Ja, die rennen gut. Es ist hier wichtiger, Damaskus jetzt einzunehmen und zwar aus schieren strategischen Überlegungen. Er hat eigentlich keine Chance. Auch mit der Delik-Reiterei nicht. Also die müssten eigentlich schon beim Ansturm flüchten.
Ja, wunderbar. Komm, das hier muss auch so einen massiven Beschuss geben. Ja, also, der flüchtet auch direkt. Der kommt auch nicht mehr wieder. Sehr geil. Ja, schauen wir uns das doch mal an, wie wir da drüben seine Stellungen unter Beschuss nehmen. Ja, das ist also wirklich ultra heftiges Artilleriefeuer. So, dann gehen wir mal hier mit der Infanterie in Stellung. Ja, seine Artillerie ist ja jetzt wieder relativ frisch, ne? Ah ja, okay, gut, jetzt haben wir hier nochmal getroffen. Na also, da zerlegen wir ihm aber hier eine Kanone nach der anderen. Optimal. Das müssen wir halt auch unbedingt machen, denn wenn wir den Artillerievorteil hier haben, dann ist der total im Sack. Na komm. Verteidigt immer noch hier die Artillerie da drüben. Ja, wunderbar. Also auch hier die Deckung jetzt hinter der Mauer, das scheint gut zu funktionieren. Hier kommt nochmal ein Kavallerieansturm. Der dürfte aber auch ins Leere laufen. Oder zumindest, ja, heftige Verluste. Oh, nee. Was geht ab? Was geht ab, Ladies? Okay, ihr helft mal gerade hier aus, bitte. Geht mal hier in Position, ganz schnell, damit wir ihn ins Kreuzfeuer nehmen können. Alter, das sind doch echt die Iron Man Kanonen, oder? Was geht ab, ey? Wie steht denn der hier mit seinen Einheiten? Ja, ich weiß ganz genau, was der dann vorhat. Okay, gut, seine Kaff haben wir erwischt. Ja, das ist so klar. Schaut euch das mal an, das ist so frech. Da ist er schon mit der halben Artillerie auf dem Feld, während die eigentlich noch da oben stehen. Das ist saugeil. Okay. Gut, ihr macht hier dicht. Ja, geht ins Kaffee. Dieses Gebäude ist an den Gegner verloren. Die stehen nämlich noch im Nahkampfmodus, ja.
abbauen. Ja, jetzt kommen da aber hier wie die Ratten aus den Löchern. So, jetzt schießen wir ihn mit der Artillerie zusammen. Ja, ihr müsst ganz schnell hier runter. Denn da drüben gewinnen wir schon. Ihr müsst jetzt hier die Artillerie abfangen. Oh shit! Mal noch schnell ins Karree. Ah, das ist eigentlich nicht der richtige Move hier, ja. Ihr zieht euch mal gerade zurück, kommt genau. Zieht euch mal zurück und lasst die Artillerie hier noch ihren Job machen. Schießt mal bitte auf die. Ich will die Einheit auswählen. Spaten. Wow. Echt, ey. Die treffen nicht, das ist sau übel. Schaut euch das mal an, die stehen ja direkt davor und die treffen nicht. Ja, ich weiß. Ab ins Karree. Speedy Gonzales ist halt mal wieder hier am Start. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Jetzt haben wir noch nicht mal alle unsere Einheiten gebraucht, ne? Ist auch wieder geil. Warum verfolgt ihr? Oh echt, die waren in Reichweite. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe eigentlich gedacht, die würden außerhalb der Reichweite stehen. Jetzt haben wir da wahrscheinlich ein bisschen Kollateralschaden gehabt, aber okay. Ihr standet doch vorhin so gut. Warum geht ihr da aus eurer Deckung raus? Die stehen sogar im Defensivmodus. Ich verstehe es nicht. Okay, wunderbar. Nein, ihr schießt... Ich könnte so Kotzkrämpfe kriegen hier. Ich will doch eigentlich nur, dass ich die Einheiten auswählen kann. Aber ich kann die Einheit manchmal nicht auswählen. Und dann habe ich irgendeine andere Einheit ausgewählt. Ach, na, egal. Es wird hier noch alles hinhauen. Es wird alles wieder gut. Hab ich seine Artillerie erwischt. Ich hatte vorhin irgendeine Einheit seiner Artillerie hinterher geschickt. Was du das? Nee. Nee, da müssen wir auch gerade durchschalten. Du warst das. Wo bist du? Ah ja, schön. Gut, dann mussten wir offenbar gar nicht mehr angreifen. Kannst du hier hin? Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Hier geht hier in Deckung. Ja, die haben auch viel gemacht hier drüben. Infanterie d'élite.
So, richtet euch aus. Wunderbar. Na, oh, nachher noch 3 Stunden auf den Schießstand, bitte, Junge. Nimm den mal noch mit. Genau, schießt die zusammen. Ja, also hier konnte man ja jetzt mal wirklich den absoluten Artillerievorteil ausspielen. Wahnsinn. So, jetzt schießt man noch die weg und dann müssten wir hier eigentlich schon die Schlacht gewonnen haben. Ja, ne? Genau, jetzt flüchtet alles. Dann werde ich die Schlacht auch beenden, wenn das mir jetzt vorschlägt. Oder ist hier noch irgendwo was? Nein? Okay, Gefecht beenden ist gut. Glorreicher Sieg ist auch sehr schön. Das hat uns unglaublich viel Material gekostet oder Kapazität gekostet, hier seine gegnerische Artillerie unter Beschuss zu nehmen. Sonst hätten wir hier weniger Verluste gemacht. Bisschen was an Kollateralschäden ist mal wieder dabei. Ich habe aber auch von Anfang an gesagt, dass ich das hier absolut in Kauf nehme. Ja, er hat die komplette Armee verloren. Wir gucken gerade noch in die Einheitenstatistik. Es gibt noch eine Erfahrung für die 6 Pfünder Fußartillerie. Das ist jetzt eine... Wow, krass. Hat jetzt 7 Erfahrungspunkte. Wäre ja mal gar nicht so schlecht, ne? Gab es noch irgendwo eine? Ich sehe es jetzt nicht. Genau, doch. Es gab 2 für die Linienfüsiliere und nochmal 1 für die Linienfüsiliere. Die haben auch richtig reingehauen. Gar nicht schlecht. Okay. Minus 9 und minus 7. Alles klar, okay. Friedlich besetzen, bitte. Hey, guck mal hier. Ich bin ultra nett. Ich befreie euch von den Steuern. Ich habe hier noch eine Dichterschule drin. Okay, wo ist die Universität? Da ist das Kolleg. Das reißen wir ab. Der Musketenmacher. Den reißen wir ab. Das kommt alles weg. Denn sonst kotzen die Jungs hier am Strahl und das will doch keiner. Ich habe eine Einheit verloren. Welche Einheit habe ich verloren? Das muss eine Einheit Linieninfanterie gewesen sein. Weil Artillerie habe ich keine verloren. Aber rekrutieren kann ich nicht, schade. Okay. Ja, sollen wir dann schon auf Akkon marschieren? Nee. Ich denke mal, eine Runde warten wir noch. Quick Save bitte. Region erobert, perfekt. Und das war's auch schon, nächste Runde. So, komm, wir müssen die Stadt da nur eine Runde halten. Ja, ja, hau ab. Lass die Osmanen hier doch ruhig rumpiraterien. Oh nein, wir haben unser Schiff verloren. Nein, jetzt können wir unsere glorreichen Handelshäfen gar nicht mehr sichern. Ach ja, da ist er ja. Stimmt, den gab's ja auch noch. Oh, er haut wieder ab. Gut. Die Wüste bezwingen, haben wir jetzt auch erfüllt. Nachdem sie gelernt hat, wie man sich gegen die Gefahren der Wüste zur Wehr setzt, okay, nachdem sie gelernt haben, wie man sich gegen die Gefahren der Wüste zur Wehr setzt, ist unsere neue Spezialeinheit die Legion Dromedaire. Nun einsatzbereit, sie wird im, also dann Legion Dromedaire, sie wird im Kampf oder beim Marsch durch feindliches Gebiet nicht unter den Auswirkungen der Hitze leiden. Dies ist ein weiterer Beweis für die Vielseitigkeit und Überlegenheit unserer tapferen republikanischen Soldaten. Cool. Dromedar-Kavallerie, ja. Da können wir jetzt 3 Einheiten von haben anstatt 2, cool. Die hätten wenigstens noch eine Erfahrung kriegen können. Ja, du gehst natürlich wieder hier hin.
Okidoki, dann können wir ja mal mit unserem Spion noch mal ein bisschen weiter rüber. Genau, und Kleber geht mal hier hoch. Nein, der hat ja jetzt was. Oh Gott, im Himmel, jetzt kriegt. Oh Gott, im Himmel, jetzt kriegt er da Verschleiß. Das muss man ja auch mal ahnen, dass so eine, dass so landwirtschaftliche Parzellen eigentlich Wüste sind. Aber das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mal so im Allgäu rumfahrt und euch da die großen Ackerflächen anguckt. Das ist eigentlich Wüste, was die bayerischen Bauern da bewirtschaften. Okay. Ja, habe ich nicht geahnt. Okay, aber gut, Landwirtschaft in der Wüste, warum auch nicht. Wenn da was wächst, dann soll es mir recht sein. Ah ja, genau, die sind schon auf dem Weg. Ja, okay. Da sind es auch noch zwei Linieneinheiten. Wird immer besser. Ah, genau, hier waren ja auch noch Linieneinheiten. Alles rüber. Ja, schade. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, es wäre, würde ein bisschen besser klappen, aber gut. Und wir rekrutieren. 4 Einheiten Miliz. Und schauen sich das eine an. Direkt sind die Leute wieder zufriedener. Du musst einfach nur direkt die Gebäude abreißen, die Bildung bringen und gut sind irgendwie. Ein Herrenclub, das wäre cool, weil der erzeugt Zufriedenheit. Ja, davon bauen wir mal nix, aber... Warte mal kurz. Mach die mal weg. Mach den Herrenclub. So. Die Milizeinheiten kriegen ja den Garnisonsbonus. Jetzt gucken wir mal gerade, wie das in Akkon aussieht. Er ist ja vorhin hier so Richtung Beirut, Libanon hochgelaufen. Ich mach mal einen Quicksave. Denn vielleicht können wir Akkon jetzt belagern. Vielleicht ist da nicht so die Riesenarmee drin. Das ist doch ganz gut. Das ist unsere Siegbedingung. Oh, Leute, Leute, Leute. Ja, das machen wir. Das machen wir. Das ist die letzte Festung, die wir noch brauchen. Wir hatten nochmal eine 9-Pfünder-Fuß-Artillerie, okay. Aber wir haben mehr Artillerie. Wir haben auch wieder unseren Luftballon dabei, den wir nie gebraucht haben. Den Napoleon nie gebraucht hat oder nie benutzt hat. Ja, dann machen wir doch jetzt gleich mal unsere letzte Schlacht, würde ich sagen. Im nächsten Part, liebe Freunde, ich mach's jetzt nicht mehr. Ich werde dann stattdessen im nächsten Part nochmal ein bisschen was zur Geschichte des Ägyptenfeldzugs erzählen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, verabschiede mich mit einem freundlichen Salut, Efrat.